Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit den Zelogien und der Tier-Challenge. Letzte Runde war es relativ erfolgreich. Wir haben hier gegen zwei Armeen bestanden. Problem ist, dass die beiden Armeen überlebt haben. Das werden wir jetzt versuchen in dieser Runde zu bereinigen. Hier Petra haben wir befreit. Da haben wir die komplette Armee platt gemacht. Das war sehr, sehr gut. Genau. Und jetzt geht's weiter. Unser thrakisches Sklavenmädchen wurde von einem politischen Gegner gefangen. Sie war seit Jahren schon ein treues Mitglied des Haushalts und er weiß alles über unsere Familie. Man wird ihr Wissen dazu benutzen, uns zu ruinieren. Das hatte ich erst einmal tatsächlich und letztes Mal habe ich sie getötet. Ich versuche mal, sie zurückzukaufen, weil momentan ist es ganz positiv hier. Das ist ganz gut. Muss echt schauen, dass hier irgendwie mehr unter meine Fittiche kommen, beziehungsweise meine Familie größer wird. Gut! Was haben wir jetzt? Das finde ich schade, dass man nicht sieht, was man als letztes erforscht hat. Okay, hier minus Rekrutierungskosten für Agenten, für Armee und weniger Armeekosten. Okay. Flottenverstärkung und Armeeverstärkung. Dann hier, oh, hier habe ich alles. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ey, wir sind ja bei Taktik schon komplett durch und sind ja so winzig. Das ist echt, das hatte ich echt noch nie. Aber das wisst ihr ja, weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe. Okay, Nahrung ist momentan eigentlich relativ safe. Politik ist, also die Korruption ist weniger, das ist gut. Wohlstand durch Kultur, politische Aktionskosten weniger, Aufträge politischer Vorkommnisse. Und hier Steuersatz mehr, öffentliche Ordnung höher und Korruption weniger und Aktionskosten von Agenten. Das ist sehr attraktiv. Baukosten weniger. Brunnen, das brauchen wir noch lange nicht. Ich mache mir hier den Steuersatz hoch. Das brauchen wir definitiv. Weil wir halt kaum kaum Provinzen haben. Was ist da drin? Das können wir zu Geld machen. Und dann wieder ausgeben. Nee, nicht reparieren. Okay, so. Nabatea, du magst uns doch relativ gerne, ne? Wir könnten wieder handeln. Sehr schön, das ist sehr, 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 sehr gut. Und klaren Verstand. Mein Volk wird hoch erfreut sein. Das ist wunderbar, das ist ultra gut gerade. Wollen wir noch ein bisschen was machen? Nicht Angriffspakt. Sehr gut. Schutzbündnis. Ja, Schutzbündnis. Okay. Eure gütigen Worte und fachkundig. Sehr gut. Scheiße. Ich mach ihn. Hör auf. Ich hab gerade. Oh Mann. Okay, Nabatea wird jetzt auffallen. Es ist doch einfach nur doof. Ich habe mich gerade so gefreut. Okay, also, die plündern, das ist uns. Oh. Ja, Indische sind nicht so heftig wie. Wenigstens haben wir den bekommen, das ist gut.
Okay, wieder zurück. Ja, nächste Runde ist er wieder schön. An sich könnte ich mit der Armee rausgehen. An sich könnte ich mit der Armee aus Antiochia rausgehen, weil die Kriegstreiber sind, das ist Lulatsch, also ja, die Adligen sind gut, die sind ein bisschen gut, aber die Garnisonsarmee ist gar nicht so gut. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist seltsam. Okay. Was mache ich denn dann hier? Öffentliche Ordnung. Könnte ich machen, aber ich warte nochmal. Tyros. Selbst Tyros hat eine viel größere Garnisonsarmee. Stimmt, die darf ich ja gar nicht rekrutieren, ne? Oh. Dürfte ich dann den überhaupt rekrutieren? Weil das ist ja eigentlich auch ein... Das ist ja... Oh, den darf ich ja gar nicht haben. Nun, den behalte ich jetzt, aber an sich hätte ich den gar nicht bauen dürfen. Weil das ist ja keine Kavallerie. Okay. Wieso gehst du eigentlich hier hin und beschützt nicht dein Reich? Das finde ich bei so KIs eigentlich immer sehr, sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. So. Der könnte sich jetzt wieder zu einer Fullstack-Armee aufbauen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Also, ich habe genug Schockkavallerie. Also, durch die da ist ja quasi eine Schockkavallerie. Die da sind Schock-Ding, die da haben Schock. Oder? Sind diese schwere Elite-Kavallerie. Das da sind keine Schockkavallerie. Doch, das genau. Ich dachte gerade, weil eine von beiden, also die da ist natürlich eine sehr schwere Schockkavallerie. Super schwere Schockkavallerie. Genau, das ist eine sehr schwere und das sind nur sehr schwere Nahkampfkavallerie. Okay. Sehr schwere Schockkavallerie. Das ist auch Schockkavallerie. Mittlere. Genau, ich brauche mehr normale. Weil die Schockkavallerie ist sehr gut im Pushen und rein Chargen, aber im fortlaufenden Kampf sind die nicht gut. Dementsprechend würde ich da jetzt auch vielleicht nochmal zwei von diesen hier. Das sind halt Fernkämpfer. Ja, aber so ein... Ja, doch. Weil dann kümmern die sich, also... Ja, die Meda ist ja mittel. Dann kümmern die sich dann um die Plänkler. Und die kümmern sich dann um die... ja, normale. Das Blöde ist ja, wenn der Gegner dann viele normale... normale Kavallerie hat. Dagegen ist halt so eine... Ja, nee, zwei müssen reichen. Dagegen ist dann so eine schwere und super schwere Kavallerie nicht sehr nützlich. Meda ist eigentlich ganz gut. Asrat Ritter, das ist nur die sehr schwere. Die das sind die mittleren. Ja, okay, ich kann eh nur
Okay, dann mache ich ja, das. Okay. Gut, das passt. So. Kein Geld. No money at all. So. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Also. Ich habe gar keinen. Ich habe gar keinen Helden. Das ist aber schlecht. Okay, die Garde hat was bekommen. Das ist gut hier. Infanterie, Kavallerie, Unterhaltskosten, Moral. Dann mache ich doch mal Moral. Okay. Wir haben eine Tradition bekommen. Bitte rammen. Okay. Aber der General bekommt nichts. So. Nächste Runde wird's zur. Ja, hier minus 80 und dann plus 20. Da kam jetzt eine wunderbare. Einen wunderbaren Sklavenaufstand. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Not. Ich meine, wir haben eh. An sich haben wir jetzt ja eh nicht mehr genügend Feinde hier in unseren Landen. Wundert mich sowieso, dass er jetzt die nicht so rummeckern von wegen so, ja, das Land ist offen für den Feind. Weil da meckern ja voll oft im Late Game die Leute rum. Das ist irgendwie, keine Ahnung, die so lächerlich. So mitten im Reich, dass das für jeden Feind offen steht und man denkt sich so, ja, naja. Die Front oder die Grenze ist halt 1000 Kilometer weiter weg. Naja. Und hier laufen ja die ganze Zeit die Feinde rum. Okay, das finde ich seltsam. Aber, naja. Okay. Mache ich mal wieder Versklaven, wenn die schon so nett sind. Okay, sabotiert. Militärische Angelegenheiten. Das ist alles gut, solange ihr die Armeen lasst. Ein verwunden. Ey, was läuft denn da überall? Okay. Also, hier sind zwei Full-Stack-Armeen. Das ist natürlich blöd. Saba und Main. Okay, so das hier und das da so. Ah, warte. Ja, das ist doof. Das ist doof. Da mache ich hier oben. Warte mal. Nee, da habe ich ja gar nichts gemacht. Hier werde ich mich mal um den kümmern. Ich speichere aber. Ich will den Kampf nicht kämpfen, weil wenn man das selbst kämpft, mit den Türmen, die, wenn man das selbst kämpft gegen die in diese Belagerung oder gegen die, Befestigung, genau, dann sind die eigenen Verluste eigentlich in der Regel immer höher. Aber ich habe ganz viele Tiere. Also, wenn er ein Tier von mir wegschmeißt, dann hau ich ihn. Es sieht gut aus. So, es sieht sehr gut aus. So. Die Frage ist, was da jetzt zurückgekommen ist. Fast nichts. Das heißt, ich könnte Tarsus jetzt einnehmen. Nach Adam Riese könnte ich Tarsus jetzt einnehmen.
Ja, stimmt. Und der hat ja jetzt diese geile Köchin bekommen hier. Und hier kommt ja die nächste Fullstack-Armee, was wunderbar ist. Okay. Aber das ist nicht mein General. Nicht mein General, nicht mein General. Das ist mein General. Aber der hat schon einen. Ja, okay. Dann bekommst du mal... Also Unterhalt weniger, Verstärkungsrate mehr, Rekrutierungskosten weniger. Das ist allgemein sehr geil. 5 Chance auf Verwundung feindlicher Agenten, Chance auf erfolgreichen Attentat. Ist auch geil. Aber momentan ist, glaube ich, Geld. Glaube ich, dass der jetzt besser ist. Okay. Nee, aber ich warte nur. Also. Ich schau mal kurz. Okay. Keine Verluste. Das will ich sehen. Gut. Das hat mich überrascht. Das hat mich doch überrascht. Okay. Aber das ist ja schon ganz gut jetzt. Den könnten wir komplett zum Militär ausbauen, so dass hier wirklich komplett, also dass ich hier nicht mit der Fullstack-Armee drin bleiben muss. Das wäre sehr, sehr, sehr gut. Okay. Gut, hier unten, das wird auch interessant. Gut, also ein Land haben wir schon, oder eine Stadt haben wir jetzt schon erobert. Das habe ich jetzt gemacht. Ach komm. Das habe ich jetzt gemacht, weil das an sich... Oh, der hat schon Rüstung 3. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich rübsen muss und weil der schon so krass geschwächt war. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. So, gut. Let's go. Ja, Mann. Immer wenn ich schaue, also auf die Zeit schaue, denke ich mir so, ja, verdammt, es ist zu früh, um Schluss zu machen. Und es ist aber jetzt so, dass die Schlacht würde wahrscheinlich auch wieder so eine Viertelstunde, 20 Minuten dauern. Und dann ist es halt schon wieder so übertrieben überzogen. Mann. Aber ich denke, wenn man damit anfängt, dass man nicht so viel aufnehmen will, beziehungsweise so kurze Sachen aufnehmen will, und dann, wieso kann ich die hier nicht hin? Naja. Genau, ich will ja immer so eine, ja, 20 minütige, maximal 30 minütige. Der geht jetzt nicht mehr weg. Geh weg. Danke. Minütige Folge machen. Aber die Frage ist, ob man halt dann so lange überlebt. Also, das ist voll das falsche Wort, Tobi. Nee, also so lange einfach beziehungsweise so kurz, ob das überhaupt Sinn macht. Weil ja, wir haben halt momentan das Problem, dass mindestens einmal pro Runde wird gekämpft.
Und da kommt ja, man kommt ja sowas überhaupt nicht mehr weiter. Und das ist halt dann auch irgendwie kacke. Deswegen denke ich mal, dass das passt schon. Also, wenn wir irgendwie jetzt nur alle, ja, wenn die Folgen halt irgendwie so 20 Minuten dauern oder so. Ich glaube, das passt schon. Merkt man gerade übrigens gar nicht, dass ich total abgelenkt bin und überhaupt nicht multitaskingfähig bin, glaube ich. Genau, also ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich das blöd finde. Dass immer wieder die Folgen so kurz sind, so lang sind, meine ich natürlich. Danke. Aber ich kann die nicht kürzer machen, weil das würde keinen Sinn machen, weil dann wäre es nach jeder Schlacht quasi schon wieder vorbei. Und das ist ja auch irgendwie kacke. So. Und ich denke, ja, hier können wir das ruhig machen, dass wir das länger machen. Also machen wir ja sowieso schon. Mache ich ja sowieso schon, aber ja, das wäre ein Druck weniger für mich. Wenn ich es mir auch eingestehe, dass ich das jetzt auch weniger machen muss. Oder weniger drauf schauen muss. Dann kommen wir ein bisschen voran hier und ja, ist ja sowieso schon so, dass wir eigentlich schon ultra überziehen, weil es einfach ja, es geht einfach nicht. Elefanten weg, die fangen an mit Brandpfeilen rumzustänkern. Jeden. Okay, ihr müsst noch ein bisschen aushalten, bis... Unser General wird angegriffen. Bis die Fußleute drin sind. Okay, so. Ich glaube, jetzt könnten wir schon langsam vorwärts gehen. Oh! Alter! Ich wusste gar nicht, dass die Krähenfüße so krass effektiv sind gegen die Elefanten. Also macht ja auch schon Sinn, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Ist ja mega gut. Was für einen Stress die jetzt machen. Okay. Das nervt auch immer, wenn die dann so da rumstehen. So zwei Einheiten greifen an und der Rest der Einheit macht einfach nichts. Das ist immer sehr nervig. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, nervig. Ja, bleib halt drin, ja.
So. Wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, ja. Jetzt mach mal schneller. Ist auch sowas, was extrem nervt dann. Wenn die einfach nicht das machen, was man sagt, was die machen sollen. Beziehungsweise dieses. Ey, ihr flieht gerade. Wieso schießt ihr noch? Okay, aber die schaffe ich nicht mehr. Die bekomme ich nicht mehr. Aber da bekomme ich noch ein paar. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wenn man halt zum Angriff klickt und die sind halt mittendrin gerade, also mitten im Angriff, beziehungsweise sie kämpfen gerade, man klickt raus und sie gehen halt ganz gemütlich raus und machen keinen, ja, rennen halt nicht raus, ist auch immer so. Weil manchmal rennen sie raus, manchmal nicht. Also das habe ich bis heute nicht gecheckt, wie die, wann die rennen und wann nicht. Also naja, lief dann doch relativ kurz. Ich dachte, die halten ein bisschen mehr aus. Aber okay, gut. Dann überschreiten wir ja nicht so lang oder so weit. Aber der hat natürlich überlebt. So diese paar Heinis, ne? Aber naja, das Geld nehme ich immer gerne, danke. Jo, die Frage ist, was Pontus macht. Ah, natürlich irgendwas da. Okay. Okay, okay. Ja, gut. Da kommt dann auch die nächsten. Oh Mann, wie soll ich denn jemals weiterkommen, wenn die ganze Zeit Fullstack-Armee nach Fullstack-Armee kommen? Selbst ohne Fullstack-Armee wäre das schon anstrengend, wenn er irgendwie nur. Also Hauptsache Armeen kommen, ne? Das ist so nervig. Bei der Sparta-Challenge, das mache ich gerade ja auch parallel. Das ist so easy, weil man macht eigentlich, also man muss eigentlich keine Schlacht wieder also selbst kämpfen, weil die Spartaner sind einfach so imbar. Also hier auf jeden Fall. Genau. Naja. Okay, Umsturz. Möglicherweise zum Aufstand. Sabotiert Umsturz. Verhindert Störung. Aufstand. Ach, alles Mögliche, nur nichts Gutes. Okay, der hat sich natürlich angebunkert, sonst hätte ich den jetzt angegriffen. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.